Ja, hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Man kann es vielleicht schon ahnen, was es werden wird, und zwar Far Cry Primal. Und ich muss dazu sagen, das ist meine... Kurz mal noch hier einstellen. Das ist meine Far Cry Entjungferung quasi. Das passt doch alles. Ja, wir fangen einfach direkt mal an. Damit meine ich, das ist das erste Far Cry, das ich spiele. Bin sehr gespannt und würde sagen, ich fange auch sofort an. Ab geht's. Ah, Startschwierigkeitsgrad, normal, Untertitel, ja. Durchsuchungsanimation an. Wir lassen es einfach mal so, wie es steht. Ab dafür. Zeit. Mitteleuropa. Ich habe Feuer gemacht. Ach nee, das war was anderes. Masse Hassar, Masse Janas. Palhu Mansepa, Winja Duashala. Tusama, Winja Urus Waidash. Gwifa Haplaha, Winjai Damsha. By a Guama. Udam, Krauhadan Yaudan. Isila, Haskapuris. Injan, Irakastara. Nu, Laukas Guama. Mash Apashkanti, Winja Brashtar. Balshaiwa Gwashar. Urus Sanshar. Mas Sanshar. Bubisoft. Ja, coole Dreadlocks. Das hier
ist anscheinend so meine Clique und wir sind gerade auf Mammutjagd. Die sind in der Überzahl, Kollegen. Natürlich mit runter gehen. Jetzt kommt wahrscheinlich ein kleines Tutorial, genau. Checkpoint. Oder doch nicht? Kann ich auch kriechen? Ich kann nur sprinten. Ich folge dem Kollegen mal. Drücke C. Ah, ja, okay. Wow! Hey! Das war ja sehr erfolgreich. Oh Mann, wir ducken uns mal direkt. Jetzt steht da, bleibe da. Gut, auf C wie crouchen hätte ich kommen können, aber ja, normalerweise ist es ja schwer. So, ich bin hier. Mama Freudamas. Chadubi Dashimas. Tu Hadamas. Tierquäler. Hinter uns ist ein kleines. Hi. Bleibe bei dir. Ich klebe dir am Arsch wie ein Kuhfladen. Sanhatra. Hallo Shashwalin Shalamas. Okay, verstanden. Manmas, Hahadamas, Shutar, Marimas. Tar, Haiwamamaf, Uchamsha, Daka. Ach, da hinten. No, Ashwantar, Purha, Shitaugash. Hi, hi! Gas! Oh! Feuer löschen! Heiß, heiß! Heilen! Alles auf einmal. Nur jetzt aber. Ach so! Ah, ich dachte, ich kann das Ding werfen! Nein! Lass mich in Ruhe! Wo ist er? Ah, so kann ich werfen. Oh! Letzter Speer. Und cool, kann ich die wieder aufsammeln. Ja, sehr gut. Gas, Gas, Gas! Letzter Speer, der steckt im Kopf. Ich pieke ihm ins Poloch. Nicht hinsetzen! Au! Oh, ich hab gesagt, nicht hinsetzen. Ich glaube, er ist tot. Puh! Checkpoint! Suwan, Brastar. Suwan. Tut mir ja schon irgendwie leid für das kleine süße Mammut. Na, Wings ist das so ein Volk, das, auch wenn es die Tiere erlegt, trotzdem noch weiterhin ehrt. Na los, Attacke! Ey, nicht überspringen. Ich will attackieren. Spring um. Ja. So, jetzt gib mir den Rest. Ja, hier. Oh. Wir kommen ja aber direkt voll auf die Möhre. Oh. Und noch eine. Da kann auch nur Neandertal überleben, ne? Bin ich im Himmel? Hat da gerade der Loris rausgeguckt? Ach nee, das ist eine offene Stelle am Bein. Mein Shanchita Takar. Ich glaube, du hast es hinter dir, hä?
Da. Umas apas kande winja. Rasta. Da. Oh, der Arme. Schlau, Dragwash. Kriegt wegen ein schönes Begräbnis. Ich finde diese Steingräber irgendwie ziemlich cool. Oh nein. Okay, Waffe? Wie ist eine Waffe? Ich brauch. Okay, sammle Rohstoffe. Das ist Schiefer. Check. Zwei Schiefer. Schilf? Ist das Schilf? Schilf am Wasser. Was war das? Alter. Ey, Alde! Holz von die Alde. Ein bisschen Hartholz. Das Schilf, oder? Oh, und noch ein bisschen Holz. Ne, das ist wieder schief. Ah, mit V kann ich mein Jäger benutzen. So, jetzt müsste ich aber alles haben. So, hier komme ich anscheinend ins Crafting-Menü und kann mir jetzt einen Bogen herstellen. Zack. Habe ich gemacht. Ah, den kann ich auch noch leveln. Naja, gehen wir mal nochmal raus. Ach, sehr cool, dass man auch richtig sieht, craftet. Das finde ich cool. Pium! Strr. So, jetzt. Ah, feiert auch schon 8. Okay. Hm. Jetzt ich jage. Jagd. Um effektiv zu jagen, nähere dich langsam der Beute und drücke C zum Ducken. Halte V für den Jägerblick gedrückt, um Tiere oder Blutspuren in der Nähe zu markieren. Gehe nicht zu nah heran, einige Tiere fliehen, wenn sie dich entdecken. Okay. Also, habe ich hier irgendwelche Spuren? Ah, der ist auch nur zeitlich begrenzt. Salkamaga. Da ist auf jeden Fall was. Duck mich mal. Jage und häute Tiere, um Nahrung zu erhalten. Okay. Oh. Scheiße, die habe ich schon mal übersehen. Kopfschuss. Okay. Die werde ich jetzt schon mal ausnehmen. Wenn es irgendwie geht, jawohl. Ah, jetzt kann ich nochmal, okay. Da links läuft auf jeden Fall. Da laufen sogar noch zwei. Gucken, ob ich die auch erwische. Da laufen sogar noch drei. Shit. Kopfschuss. Ziege. Ja, und die Pfeile bekomme ich auch zurück. Geil. Mal in die Hocke. Müsste doch gleich kommen. So, das Vieh habe ich jetzt verfolgt. Deswegen sehe ich hier diese gelben Blutlachen. Blutspritzer quasi. Ah. Ah, okay. Es ist verblutet. So, die dritte Ziege erlegt. Nachkommen. Finde einen Unterschlupf. So, du kannst nichts nehmen. Ah, ist markiert. So, der Unterschlupf ist hier. Okay. Ah, da ist noch eine.
Wir werden auch am Radar angezeigt. Und da hinten liegt anscheinend ein Kadaver. Schauen wir uns da hoch. Das erinnert ein bisschen der Kartenführung an Red Dead Redemption. Da. Spring! So, jetzt gehen wir mal in die Höhle. Keine Ahnung, ob ich auch einen Adler abschießen kann. Wahrscheinlich schon, aber ich treffe ihn sicherlich nicht. So. Lagerfeuer entfachen. Ne? Wo ist hier? Da. Da. Dafür brauche ich nur Hartholz. Ja, dann machen wir das nochmal. Da glüht's. Ein paar Blätter drauf. Ein paar Chemieanzünder. Und dann Blasen. Okay, er hat anscheinend schon mal ein Kollegen. Ah, jetzt macht er hier extra ein Lagerfeuer. Okay. Wir machen uns eine Keule. Da ist eine Keule. Takas Höhle. Ah, das sind Upgrades. Okay, fehlende Zutaten. Brauchst noch mehr von diesem Alderholz. Gucken wir uns mal um. Da ist doch Alderholz. So. Und das auch noch. Na, das nehmen wir auch noch. Zack. Genau, kurz zum Feuer. Und jetzt müssten wir genug haben. Jawohl. Herstellen. Wir haben uns jetzt eine Keule gemacht. War das die Absicht? Ah ja, die kann man sicherlich anzünden, die da. Oder? Will der Kollege die gar nicht anzünden? Keule anzünden, doch. Aber bevor wir hier quasi mitten in der Nacht losziehen, beende ich die Folge und ja, sag einfach mal, ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaut. Ich versuche es täglich rauszubringen, kann es allerdings nicht versprechen. Ich meine, ihr kennt das ja, man hat auch noch andere Sachen zu tun. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und danke fürs Reinschauen. Tschüss, bleibt gremig.